Ja, das ist das Haus, in dem ich jetzt die letzten Tage oder die ganze Zeit eigentlich, wo ich hier in Kathmandu war, gelebt habe. Da im ersten Stock habe ich ein nettes Zimmer gehabt und ich mache mich jetzt wieder auf dem Weg ins Kloster. Da ist heute der letzte Tag. Es gibt eine Langlebenszeremonie und ich zeige euch jetzt meinen Weg, wie ich da hinkomme. Es ist also noch relativ früh am Morgen. Aber die Sonne ist schon aufgegangen und es geht los. So, jetzt geht es hier weiter. Einen kleinen Weg nach oben, das ist sozusagen der Shortcut. So, und jetzt befinde ich mich hier an der Ring Road in Kathmandu, Swayambhu. Da muss ich gleich rüber. Es geht heute. Normalerweise ist die Luft so schlecht, dass man kaum atmen kann. Und ich muss zusehen, dass ich jetzt hier über die Straße komme. Anhalten tut normalerweise keiner. Das heißt, ich gehe einfach, so gut ich kann, über die Straße. Und mache mir den Weg hier frei. Oh ja, jetzt ist frei. Also rüber, schnell. Ganz ungefährlich ist das Ganze nicht. Hier ist ein kleiner Markt, da muss ich irgendwie gucken, dass ich hier hochkomme. Und da kaufe ich mir auch manchmal, habe ich mir da Obst, schöne Weintrauben gekauft. Und da gehen wir jetzt einmal dran vorbei. Beziehungsweise ich zeige euch noch ein paar Bilder von hier der anderen Seite. So sieht das hier in Kathmandu aus. Sehr gut. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Straße. Das ist in Swayambhu, die um die berühmte Swayambhu Stupa herumführt. Und ich muss mir meinen Weg hier einmal frei machen. Normalerweise macht man eine Kora, das ist also eine vollständige Umrundung der heiligen Stupa, die hier auf dem Berg steht. Aber ich will jetzt direkt zum Kloster, deswegen gehe ich einfach unten die Straße längs zum Kloster, zum Benchenkloster. Ja, und so sehe ich aus, wenn ich hier durch die Straßen gehe. Ohne Gesichtsmaske geht hier leider gar nichts mehr. Lässt sich nicht vermeiden. Und ja, was soll's, aber Kathmandu ist eine faszinierende Stadt. Die Spiritualität, besonders die tibetisch-buddhistische, aber auch hinduistische Tradition erblühen hier. Und wo man hinschaut, werden Gebete gesprochen, wird meditiert. Gibt es buddhistische Veranstaltungen und ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder und gleich geht's weiter. Ja, da ganz oben auf dem Berg, da könnt ihr jetzt die Swayambhu Stupa ein bisschen die Spitze sehen. Vielleicht gibt es nachher noch eine bessere Perspektive. Hier gibt es ganz viel Räucherwerk. Tibetisch-nepalesisches Räucherwerk. Riecht faszinierend, muss ich sagen. Dieser Platz jetzt hier heißt Swayambhu Kimdol. Und jetzt nehme ich aber gleich erstmal einen Shortcut wieder, um von der Straße hier wegzukommen. So, das ist jetzt der Shortcut hier. Die Luft wird gleich merklich besser und es ist stiller. Okay. So, jetzt bin ich hier immer noch auf dem Weg zum Kloster an einem ganz besonderen Platz, denn es ist der Ort, an dem Marpa, der berühmte Übersetzer aus Tibet, der nach Indien, vor vielen Jahrhunderten nach Indien gegangen ist, um als einer der ersten Tibeter, allerdings während der zweiten Überlieferung, nach Indien zu gehen, um dort den Buddhismus zu studieren. Und er hat hier, ich zeige euch den Platz, ich gehe gleich mal weiter rein, er hat hier 3 Jahre verbracht, heißt es, um Indisch zu lernen, also Sprachen wie Sanskrit vermute ich, um die Texte auch studieren zu können. Und sich zu akklimatisieren. Und jetzt, das ist dieser heilige Ort und da gehen wir mal, blicken wir mal hinein. Da geht es also hinein,
und ich werde euch den zeigen. Das ist also ein ganz besonderer Ort. Marpa, der Übersetzer, sozusagen einer der ganz großen Heiligen Tibets, besonders natürlich der Kagyü-Tradition. Und dieses Haus ist leider sehr beschädigt gewesen während des Erdbebens. Es ist zu dunkel, ich muss näher rangehen. Und hier will ich mal einen kleinen Blick reinwerfen. Und hier ist das Eingangstor. Sehr gut. Und das sind wirklich ganz kleine Gassen hier. Ich kenne den Weg mittlerweile sehr gut. Und dann geht es nochmal hier rum. Und das ist jetzt der letzte Abschnitt zum Kloster von Loponsecho Rinpoche, dem sogenannten Sangye Chöling Kloster oder einfach Buddha Dharma Center. Und da werde ich euch auch ein paar Bilder noch zeigen. Und das Kloster erscheint jetzt gleich hier oberhalb von mir. Ich werde einmal einen Schwenk machen nach oben. Und da ist dann auch die berühmte deutsche Changompa und die Stupa, in der der Loponsecho Rinpoche nach seinem Tod eingemauert worden ist. Ah, and here comes a friend of me. Your name was? Nobulama. Okay, this is my friend Nobulama. Always so friendly and very kind person. Tashi de leg. And here is another friend of me. Your name is? Denden. Denden, this is my friend Denden. Yeah, Tashi de leg. Und das ist der Klosterhof, ein wunderschöner, friedvoller Ort. Ich werde einen kleinen Schwenk nach oben machen. Und ganz oben ist dann die heilige deutsche Changompa drin. Da werde ich nachher euch auch noch versuchen, ein paar Bilder zu zeigen. Ah, und hier ist ein Freund gerade gekommen. Dessen Namen kenne ich natürlich nicht, aber er begrüßt mich immer ganz lieb. Ha? Ja. Und das hier ist der Haupteingang vom Sangye Chöling Kloster von Loponsecho Rinpoche, das jetzt weiter von Lama Kalsang Rinpoche geleitet wird, der sein Nachfolger hier ist. Ah ja, und sehr interessant, das hier ist moderne Internetverkabelung. Leider hat ein Affe den Stecker oder das Kabel irgendwo gecuttet und jetzt haben wir seit 3-4 Tagen kein Internet mehr hier im Kloster. Vielleicht war das der Affe da hinten. Ich guck mal, was der da macht auf dem Tank. Bisschen ranfahren. Der schläft da offensichtlich einfach. Na gut. Also, aber was soll man bei dieser Internetverkabelung schon machen? So, vom Kloster von Loponsecho Rinpoche und Lama Kalsang Rinpoche mache ich mich jetzt auf den Weg zum Benchenkloster. Das ist gleich ein Stück weit weiter unten. Ich muss jetzt nur diesen kleinen Weg und die Treppe nachher runtergehen und dann bin ich dort. So, ja, was nicht ganz so schön ist, ist der Müll überall. Das ist wirklich ein zunehmendes Problem, denn er wird nicht beseitigt. Es soll eine Müllabfuhr geben, für die müssen die Nepalesen aber zahlen und deswegen verzichten sie dann lieber da drauf und schmeißen ihren Müll einfach da in die Natur, wo es halt gerade so passt. Oder er wird verbrannt, manchmal auch direkt vorm eigenen Haus und das stinkt ganz furchtbar. So, da ein kleines Äffchen, aber mal vorbei. Ja, guten Morgen. This is my friend from Indonesia. Your name, I forgot. My name is Radita. Radita? Radita. Radita, okay, yeah. Ah, yeah. And this is the modern life. Filming each other, yeah. My everywhere, so lovely friends here. We're having a great time. Actually, they're sitting next to me in the pucha, in the meditation. Yeah! Okay, and this is now the last part, going down to the main monastery, the Benchen Monastery. This
Und das hier ist das Wenschenkloster. Eine relativ große Klosteranlage. Leider ist der Haupttempel während des Erdbebens 2015, dem großen Erdboom, zusammengestürzt. Und deswegen gibt es diesmal nur ein Zelt, in dem die Veranstaltung stattgefunden hat. Und heute ist der letzte Tag der Veranstaltung. Es sind Menschen aus der ganzen Welt angereist. Hier sehen wir jetzt ganz viele Tibeter, die hier sitzen in wunderschönen Trachten. Und ich werde mich weiter voran kämpfen, ganz langsam hier. Heute geht es eigentlich. Die letzten Tage war extrem voll. Und hier haben wir ein paar tibetische Damen. Die Dashidele! Dashidele! Weiter zum Zelt. Und dann werde ich mir hier jetzt die Schuhe ausziehen. So, und jetzt bin ich hier im Zelt. Da seht ihr den Thron ganz weit vorne. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen es sind. Auf jeden Fall sind es sehr viele. Ja, und ich bin jetzt hier genau in der Veranstaltung. Oh, es geht los, ich muss aufstehen. Der Rinpoche kommt. Das und zwar ist das der Sangye Nampa Rinpoche. Und ich zeige euch mal, er sitzt schon vorne da auf dem Thron.